Ganz herzlich willkommen bei Accord Germany zu einem neuen Review hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe euch heute einen Cognac dabei von Valin Tarsenier aus dem Jahr 1935, also fast 100 Jahre. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Review. Zum Cognac-Haus Valin Tarsenier habe ich bereits schon mal ein Review gemacht. Möchte ich jetzt hier nicht noch näher drauf eingehen in diesem Video. Ich blende euch den Link hier oben gerne einmal ein. Falls ihr da ein paar Informationen noch zu Valin Tarsenier haben möchtet, könnt ihr hier sehr gerne nachsehen. Und deswegen würde ich schon gleich sagen, starten wir mit dem Review und Tasting. Ja, vom heutigen Cognac habe ich hier ein kleines Sample von Sebastian Jäger erhalten. Sebastian, Grüße gehen raus und herzlichen Dank für das Sample an dieser Stelle. Ich blende euch die große Flasche nebendran natürlich einmal ein, wie ihr es gewohnt seid. Und es ist wirklich immer wieder mal ganz besonders, so einen alten Cognac zu haben. Ja, wenn man sich überlegt, 1935, fast 100 Jahre alt und noch die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Also ja, ein richtiges Stück Geschichte wieder. Und das gibt es ja bei keiner anderen Spirituose eigentlich auf dieser Welt, dass man wirklich solche alten Schätze hier noch hat. Und das ist, fasziniert mich einfach immer wieder, wenn man einfach überlegt, was in dieser Zeit alles in der Welt war oder was passiert ist in der Welt. Und der Cognac durfte jetzt eben bis 1990 im Fass reifen und die restlichen 34 Jahre in einem Demijohn, also in so einem genannten Glasballon. Und es ist einfach dann auch hier diese Fassreifung, die man eben hat, und natürlich auch nochmal die etwas zustande gekommene Oxidation, welche dann in einem Glasballon stattgefunden hat. Der Cognac hat die 47% Alkoholanteil. Es ist eben ein Lot 35, also 1935 destilliert, 2024 abgefüllt. Und das ist übrigens auch, ich war jetzt letztens eben wieder in Cognac unterwegs, was ich einfach sehr schade tatsächlich finde. Es gibt ja wirklich noch sehr viele Altbestände, die Cognac-Häuser haben, bis ja ins 19. Jahrhundert noch zurück. Und natürlich hatte man damals nicht diese Dokumentation, es wurde damals nicht so geprüft, da hat man einfach damals keinen Wert drauf gelegt. Da hatte man andere Dinge im Kopf, wie jetzt hier das Ganze dokumentieren zu wollen oder zu lassen und auch dann überwachen zu lassen von öffentlicher Seite. Und es ist eben leider nicht möglich für die Cognac-Häuser, wenn jetzt eben dieses Öffnen und Schließen von Fässern oder auch dann von den Demijohns mit einem entsprechenden Wachsiegel verschlossen wurde und es auch immer geprüft wurde, die exakte Jahreszahl draufzuschreiben. Deswegen ist es ein Lot 35, aber ja, ihr könnt euch wirklich hier sicher sein, dass der Cognac von 1935 auch ist. Ein Cognac von der Petit Champagne ist das Ganze und ja, er wurde zum Cognac Day veröffentlicht. Dieser hat am 4. Juni stattgefunden. Und der Preis für den Cognac liegt bei 699 Euro. Ja, soweit die Informationen zum Cognac. Ich bin schon unglaublich gespannt und freue mich nun auf das Tasting. Den Cognac habe ich schon vor ein paar Minuten eingeschenkt, um ihm einfach auch etwas hier die Zeit zu geben, sich ein bisschen hier zu entfalten. Und also mache ich eigentlich grundsätzlich bei den Spirituosen, welche ich hier verkoste, oder bei den eben Armagnac Cognac, welche ich hier verkoste, dass ich ihnen etwas die Zeit gebe, sich zu entwickeln. Und ja, wir haben hier einen sehr schönen kupfernen Farbton, wie ich finde. Hat so einen ganz leichten Rotstich drin und vorher schon beim Einschenken kam schon der erste Schwall an wunderschönen Aromen entgegen. Jetzt wollen wir mal richtig die Nase reinhalten und schauen, was er so für Aromen hat. Also, was ich auf jeden Fall tatsächlich habe, ist so eine ganz leicht bittere Frucht. Also die begleitet hier so ein bisschen diese anderen Aromen. Also Hauptbestandteil für mich jetzt von der Nase her ist diese etwas bittere Frucht, die aber schon auch von süßen Aromen begleitet wird. Also für mich wäre es jetzt hier so etwas wie eine Quittenmarmelade vielleicht. Also die Quitte ist ja eher so etwas die etwas bittere Frucht und ergänzt jetzt die Süßnote wäre dann hier vielleicht diese Quittenmarmelade. Aber was ich auf jeden Fall auch habe, ist so eine kleine leichte Nussnote, aber eine etwas süßlichere Nuss vielleicht und nicht ganz so intensive Nuss.
ich wäre jetzt hier bei den Pinienkernen, aber jetzt nicht die, schon etwas die gerösteten Pinienkerne. Auch so ein bisschen vielleicht, oh, schwierig, also die Nase ist, um es jetzt schon mal von wegzunehmen, extrem komplex, wahnsinnig komplex. Aber klar, das ist natürlich jetzt, also alles andere wäre ja nicht normal, sage ich mal, bei dem Alter, wenn da nicht eine gewisse Komplexität vorhanden wäre. Vielleicht so ein bisschen was auch wie getrocknete Pflaumen habe ich jetzt hier. Ja, also die Quitte ist, sie ist dabei. Die Quitte begleitet diese gesamten Aromen hier. Also für mich ist es jetzt eine Quitte, aber es ist im Prinzip so etwas eine bittere Frucht halt, ne? Und ja, das Holzfass ist auch da, also die Würzigkeit hat er schon auch, aber jetzt nicht jetzt extremst, wie man es jetzt vielleicht gedacht hätte nach so einer langen Zeit. Und ich suche auch so ein bisschen den Rancio, aber ja, er ist schon so ganz leicht vorhanden. Also ich hatte jetzt schon Spirituosen, die deutlich jünger waren, die definitiv mehr Rancio hatten, aber so ein bisschen ganz leicht im Hintergrund ist auch ein Hauch vom Rancio noch da. Und was ich aber auch jetzt gerade vorher noch hatte, ist so ganz weit entfernt so eine, ja, so eine Pina Colada-Note, nenne ich es mal. Also ich habe so ein bisschen, einfach so ein bisschen so eine Pina Colada-Assoziation. Wunderschön. Also Nase ist traumhaft. Also ist auch wieder so ein Cognac, den kannst du den ganzen Abend nebendran stellen und da kannst du dich einfach nicht satt riechen. Das ist unglaublich. Also es gibt immer wieder so schöne hier Abfüllungen, welche ich euch präsentieren darf. Und das ist wieder so ein typisches Beispiel für so eine Nase oder so eine, eben so eine Aromenvielfalt. Lässt schon den Speichelfluss hier deutlich fließen, weil, also herrlich, wirklich schön. Ja, schauen wir mal. Bin unglaublich gespannt. So ein Tee. Wow. Also um es jetzt schon mal gleich vorne wegzunehmen, mein Platz 1 wackelt heute, glaube ich, tatsächlich vielleicht. Ich habe ja die Top 10 Rangliste. Ihr könnt auf meiner Seite, wenn ihr möchtet, mal nachsehen, was da so sich abspielt oder wer sich da oben halten kann. Aber heute wird es ganz eng für den Erstplatzierten. Also, kurz schon mal einzuordnen. Geschmacklich für mich der Cognac höchste Punktzahl. Also, besser geht's nicht. Sind wir wirklich ehrlich, das ist geschmacklich, ist das das Nonplusultra. Ich wüsste nicht, was ich jetzt an Geschmack nur nuancenweise hier ändern würde. Der ist genau so, wie er ist, perfekt. Zuerst unglaublich süß, also nein, unglaublich süß, eine süße Note. Eine Rosine, also schon wirklich eine richtig süße Note, eine Rosine. Und dann kurz darauf kommt ein Pfeffer, also wird es etwas würziger, auch etwas schärfer. Und dann wird es ein bisschen trockener. Da habe ich eine Limette gehabt. Und so am Schluss nochmal, bevor ich jetzt das Ganze geschluckt habe, kam noch so eine getrocknete Ananas, oder nicht eine getrocknete, eine gebackene Ananas. Das kennt ihr vielleicht von so einer gegrillten Ananas. Habt ihr vielleicht schon mal probiert? Weiß nicht, hatte ich jetzt auch noch nicht so oft in meinem Leben, aber hatte ich schon und das ist mir damals, als ich das gegessen habe, so im Gedächtnis geblieben, dieser Geschmack. Und das ist jetzt was ich hier hatte. Von der Textur her recht ölig das Ganze. Also das war jetzt, ja, also geschmacklich, wow, unglaublich. Und wenn ich jetzt nochmal probieren würde, würde ich vielleicht nochmal ganz andere Aromen oder Geschmacksrichtungen hier haben, aber also geschmacklich geht nicht besser, wirklich nicht. Abgang ist auch super. Also der Abgang ist
Was das Tolle am Abgang war, zuerst auch wieder diese süße Note und dann, also wieder, doch ich war auch wieder bei den Rosinen tatsächlich gewesen und dann kommt so eine Kaffeenote vorbei plötzlich, ja, aus heiterem Himmel, zack, wechselt das Ganze, so ein richtig schwarzer, frisch aufgebrühter Kaffee und dann wird es wieder süß. Also man hat dann diese kaffeeintensiven Röstaromen vom Kaffee und dann wird es wieder süß, es wechselt dann wieder. Und dann habe ich hier so etwas diese Lakritz, aber eher die Lakritzschnecken, wie ihr sie kennt. Ich möchte es den Hersteller nicht nennen, aber ihr kennt ja die Lakritzschnecken bestimmt. Also die süße Lakritze. Und nochmal die Pinienkerne, welche ich zu Beginn hatte. Aber auch hier wieder geröstet. Also wirklich hier so ein bisschen diese intensiveren Röstaromen sind da. Oh, Wahnsinn. Und ein unglaublich langer Abgang, immer noch hier da. Sehr schön. Wow. Boah. Ja, also was soll ich sagen? Zuerst mal Sebastian. Ja, man ist es eigentlich von dir langsam nicht mehr anders gewohnt. Wunderbare Abfüllung geworden. Ganz toll auch natürlich, das muss man vielleicht auch an der Stelle auch mal erwähnen, dass ein Cognac-Haus dann sich dazu bereit erklärt, solche besonderen Fässer auch dann abzufüllen. Ja, ich denke, das ist auch wahrscheinlich immer schwierig oder eine schwierige Entscheidung. Ich weiß noch nie in der Situation, ich kann mich nur versuchen, hineinzuversetzen. Ich durfte ja doch schon auch einige Cognac-Häuser besichtigen. Und wenn man dann einen recht alten Cognac hat im Damshan und man muss sich dann dazu entscheiden, diesen zu verkaufen und abzufüllen. Wie gesagt, von 1935, also es ist halt auch wirklich ein Wahnsinnsalter bei diesem Cognac. Also auch vielen Dank natürlich an dieser Stelle an Valin Tersenier, dass ihr uns so etwas hier ermöglicht, dass sowas abgefüllt werden darf. Ganz großes Kino. Ja, also mein Platz 1 wackelt heute und er wird auch fallen. Er wird definitiv den Platz 1 übernehmen. Für mich bisher somit das Beste, auch was ich an Spirituosen im Glas hatte, bin ich ganz ehrlich. Er hat mich tatsächlich, ich überlege jetzt mal, also ich hatte letztes Jahr, war es für mich der Leroux von Grape of the Art, welches für mich auch mit einer der besten Spirituosen war, die ich bisher hatte. Und der bewegt sich auf so einem gleichen Niveau für mich tatsächlich. Und auch geschmacklich hat er mich so ganz leicht ein bisschen an den erinnert. Also ja, es ist auch schon wieder eine Weile her, wo ich den hatte. Aber auch geschmacklich hat er mich damals so umgehauen. Ja, also Platz 1 wackelt. Platz 1 waren bisher 96 Punkte. Ich bin jetzt hier tatsächlich bei 98 Punkte. Also da gibt es einfach auch nicht mehr wirklich, was ich jetzt hier noch groß ändern würde. Er hat einfach ein ganz tolles Gesamtpaket. Er hat einfach diese Historie. Ja, also Leute, 1935, überlebt mal, was da los war in der Welt. Ich weiß, es gibt auch noch ältere Cognacs. Aber trotzdem, ja, man muss auch die Möglichkeit haben, diese dann mal zu verkosten. Und alter Cognac heißt ja nicht unbedingt immer, dass es auch dann was gleich so Hervorragendes ist. Also ich werde nicht vergessen, ich war jetzt erst bei verschiedenen Cognac-Häusern unterwegs und ich habe da hin und wieder auch mal das rausgehört, dass dort wurden schon sehr alte Cognacs probiert, auch von 1800, ja, und tatsächlich sagen die aber dann auch wirklich, das war nicht das Beste, was sie bisher hatten. Also das muss nicht jetzt unbedingt immer alt gleich gut sein. Natürlich hat ein alter Cognac, eine alte Spirituose immer eine gewisse Komplexität. Aber, also ich habe jetzt hier auch schon Cognac probieren dürfen, wo ich denke da an den Chibois zurück, welchen ich probieren durfte vor geraumer Zeit. Der war auch ein sehr junger Cognac, aber vom Gefühl her einfach deutlich älter und hatte auch eine Wahnsinnskomplexität. Aber es ist natürlich jetzt trotzdem hier so das Gesamtpaket. Mit diesem Alter, mit dieser wunderbaren Aromenvielfalt, mit dieser Komplexität. Und wie gesagt, man muss dann auch mal wirklich sagen, es geht dann auch fast halt nicht mehr besser. Also man möchte sich so ein bisschen was noch offen lassen. Man weiß nie, was noch kommt. Ob nicht doch vielleicht mal noch was nachrückt. Nochmal herzlichen Dank, Sebastian, dass du mir das ermöglicht hast heute. Das war wirklich eine grandiose Erfahrung. Hat mir wirklich unglaublich gut gefallen, dieser Cognac. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ihn zu probieren, vielleicht auch mal nur auf einer Messe oder so, probiert ihn. Also nutzt die Chance. Also wenn ihr mal was irgendwie probieren müsst, dann ist es hier dieser Cognac. Also wirklich ganz toll.
Natürlich 699 Euro ist ein guter Preis, keine Frage, aber da würde ich jetzt wirklich für mich auch sagen, das ist er wert. Also da ist er, also wenn ich überlege, was teilweise für andere Spirituosen bezahlt wird, gerade im Whisky- und Rum-Bereich, ich will nicht sagen, ist ein Schnäppchen, das ist jetzt wirklich übertrieben, aber das ist wirklich ein Cognac, wo jeden Euro wert ist, meiner Meinung nach. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video der Review gefallen. Lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Und falls ihr mal den Cognac probieren dürft und ihr seht das Video, vielleicht auch im Nachhinein erst, lasst es mich sehr gerne wissen, wie eure Erfahrungen sind mit diesem Cognac oder was ihr für ein Erlebnis hattet. Würde mich wirklich brennend interessieren. Ansonsten natürlich auch sehr gerne hier ein Abo dalassen. Würde ich mich auch unglaublich drüber freuen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns im nächsten Video oder Review auf meinem Kanal wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.